Grüß Gott und herzlich willkommen. Das bin ich. Das ist das Thema, um das es bei den Videos geht. Wir wollen heute ein besonderes Thema mal ansprechen. Dieses Video heißt Mini-Implantate. Mini-Implantate oder auch Seniorenimplantate sind eine hervorragende Möglichkeit, älteren Menschen wirklich zur Lebensqualität zu verhelfen. Wir haben ein sehr schönes Modell hier, das möchte ich Ihnen vielleicht ganz kurz zeigen. Die Mini-Implantate sind durchmesserreduzierte Implantate. Ich werde jetzt da näher zur Kamera einmal fahren und Ihnen das vielleicht einmal ganz kurz einmal so zeigen. Man sieht es schön in diesem Modell, durchmesserreduzierte Implantate, die im Kieferknochen sozusagen verankert werden. Diese Mini-Implantate sind einteilige Implantate und haben da so ein Hütchen oben. Und dieses Hütchen ragt aus der Schleimhaut heraus. Im Zahnersatz ist das entsprechende Gegenteil eingebaut, das dazu führt, auch hier werde ich mich immer dahin bewegen, hier sieht man das wunderschön, diese vier Öffnungen sorgen dafür, dass sich der Zahnersatz auf diesen vier Mini-Implantaten wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend verankert. Das heißt, das kann den Menschen wirklich wieder eine Kaufunktion bringen und eine Lebensqualität. Hier sehen wir das Schema sozusagen. Wir haben also vier Mini-Implantate, wobei das Implantat, und das kann man durchaus auch bei dünnerem Knochen verwenden. Das ist ein sehr großer Vorteil der Mini-Implantate, der also im Knochen verankert ist. Hier sieht man vielleicht auch den Unterschied, was heißt durchmesserreduziertes Implantat. Durchmesserreduziertes Implantat bedeutet, das sind Implantate mit einem Durchmesser in dieser Dimension, circa von 1,8 bis 2,1 mm, manchmal 2,4. Ein normales Implantat hat circa einen Durchmesser von 4 mm. Das bedeutet also, man kann diese Implantate auch in einem Kieferknochen einbringen, der vielleicht gar nicht für die Aufnahme eines konventionellen Implantates geeignet wäre. Der sehr große Vorteil, und das geht dann, wenn wir wirklich eine 3D-Planung vorher machen und uns wirklich anschauen, wie breit ist der Kiefer, wie gesund ist der Kiefer, wie viel Höhe haben wir zur Verfügung, wie viel Breite haben wir zur Verfügung, dann können wir in vielen, vielen Fällen diese Mini-Implantate setzen, ohne dass wir einen einzigen Schnitt machen. Das ist ein Bild eines Patienten, den wir genau vor 10 Minuten diese Mini-Implantate gemacht haben. Man sieht also hier noch die blauen Punkte, wo wir geplant haben, wo die Position sein wird. Diese Mini-Implantate werden gänzlich ohne Schnitt in den Kieferknochen eingebracht und bei entsprechender Stabilität, die in erfahrenen Händen eigentlich in der Regel zu erreichen ist, bedeutet das für den Patienten, dass wir sofort eine festsitzende Versorgung für den Patienten erreichen können. Festsitzend bedeutet genau diese Tatsache. Eine Unterkieferprothese, die wieder fest sitzt und funktionsfähig ist. Dieses Bild dieser Dame, das wäre sozusagen die Lieblingspatientin, die ich persönlich jetzt hätte für Mini-Implantate. Eine ältere Dame, die bereits lange Zeit und viele, viele Jahre keine Zähne mehr im Unterkiefer hat, die darunter leidet und deren Lebensqualität einfach schlecht ist. Und solchen Patienten können wir ganz hervorragend helfen. Das heißt, unsere Lieblingspatienten für Mini-Implantate sind Frauen, aber natürlich auch Männer, am besten über 70 Jahre alt, zahnloser Unterkiefer, der bereits seit Jahren besteht und im Gegenkiefer eine Totalprothese. Das wäre der Lieblingspatient. So schaut das jetzt in der großen Übersichtsaufnahme aus. Das heißt, wir sehen in dem Fall sogar 5 Mini-Implantate, was aber nicht zwingend notwendig ist, aber natürlich in den Fällen, wo die Möglichkeit besteht, werden auch 5 Mini-Implantate gesetzt. Diese Sachen, diese Hutterl sozusagen, sind sogenannte Druckknöpfe. Das ist das, was der Patient an sich sieht, wenn er im Badezimmer sich befindet. Das heißt, diese 5 Hütchen müssen einfach sorgfältig gepflegt werden. Das ist wie Zähneputzen. Und die entsprechende Ausnehmung in der Prothese. In vielen Fällen können wir also eine Sofortversorgung machen, wenn die Implantate stabil eingebracht werden können. Das bedeutet natürlich für Patienten, der jetzt bereits lange Jahre eine Prothese hatte, eine Lebensqualität binnen eines Vormittags. Also der Patient kommt mit einer wackeligen Unterkieferprothese zu uns und wir können ihm innerhalb von 2 Stunden an sich zu einer festsitzenden Prothese verhelfen. Um vielen Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich nur Folgendes noch erwähnen.
Im Oberkiefer können wir keine Sofortbelastung machen. Im Oberkiefer müssen wir immer eine Einheilzeit haben. Wir können aber auch Mini-Implantate verwenden, dort wo wir noch Restzähne haben, eine Teilprothese haben und wo wir dieser Teilprothese auf den vorhandenen Zähnen noch eine bessere Stabilität zu geben. Auch das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ich werde oftmals gefragt, warum verwende ich keine Mini-Implantate für einen einzelnen fehlenden Zahn oder für zwei fehlende Zähne. Das ist keine Indikation für Mini-Implantate, das wird zu keinem Erfolg führen und das sollte man keinesfalls machen. Ganz, ganz wichtig ist vielleicht auch noch eines, bei entsprechender Planung kann das auch eine sehr kostengünstige Variante sein, weil es durchaus auch möglich sein kann, dass man auch den bestehenden Zahnersatz, wenn er gewisse Kriterien erfüllt, die man vorher bereits natürlich abklären kann, auch weiter verwenden kann. Was mich besonders freut, ist einfach die Tatsache, dass wir den Patienten aufgrund dieser Sofortbelastung sofort eine Lebensqualität wieder zurückgeben können und dass wir keine großen Einheilzeiten sind, weil Einheilzeiten sind einfach ein Verlust an Lebenszeit. Man hat eine Nachuntersuchung von Mini-Implantaten gemacht und die möchte ich nur ganz kurz herzeigen. 87% sind sehr zufrieden und 12% sind zufrieden. Ein enormer Prozentsatz. Würden Sie sich nochmals dafür entscheiden? 96% ja. Hatten Sie am ersten Tag Schmerzen? Keine. 48% etwas. 47% stark. 5%. Wobei Ausreißer gibt es immer. Nach dem ersten Tag Schmerzen, keine Schmerzen, 67%. Und das ist anscheinend die wichtigste Folie heute. Wenn wir diese Mini-Implantat-Patienten, die jahrelang wirklich gelitten hatten, nachher nachuntersuchen, und bekommen wir folgendes Ergebnis. Gehen Sie seitdem wieder mehr unter Menschen, haben Sie mehr soziale Kontakte, gehen Sie öfters in die Konditorei, treffen Sie öfters Ihre Freunde, gehen Sie zum Heurigen. Ich gehe viel, viel mehr unter Menschen, 45% und etwas zusätzlich dazu 10%. Das heißt, wir können wirklich enorm vielen Menschen wirklich helfen.